Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Live in the Woods. Wir sind hier noch lange nicht fertig und das Blöde ist, ich habe eigentlich eine Idee für die Weihnachtsfolge. Aber ich wäre so gern hier vorher fertig geworden, aber ich glaube, das wird halt leider nichts. Da werden wir wohl... Ich weiß auch nicht, oder? Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Also ich möchte hier schon gerne alles auch ein bisschen... Ja, weihnachtlich schmücken. Wie gesagt, da oben will ich einen Tannenbaum und so weiter. Ich guck gerade mal was. Deko-Croft. Oh, da lief gerade was falsch. So. Können wir denn hier überhaupt irgendwo... Haben wir hier überhaupt einen Tannenbaum? Ist die Frage... Oh, nein. Ah, nein. Oh Gott. Immer wenn ich das ausschalte, weiß ich nicht, wie die Tastenkombi war. Also wir haben hier auf jeden Fall ein paar weihnachtliche Sachen. Oh, lecker. Gingerbread House, oh, wie geil. Ja, sogar ein Rentier. Und hier ist auch ein Weihnachtsbaum. Okay, gut. Dann ist, glaube ich, klar, was wir diese Folge machen, denn wir haben keine Blümchen. Wir werden Blumen sammeln gehen. Moment, dass sie wieder raushauen. Ja, wir sammeln Blümchen. Und dabei, wie gesagt, wir wollen ja alles ein bisschen weihnachtlich machen. Ich habe sogar schon eine Idee für die Silvesterfolge. Ich hoffe, das wird so, wie ich es mir vorstelle. Da werde ich wahrscheinlich ein bisschen Vorarbeit leisten müssen, damit ich die Folge verwirklichen kann. Ich würde einfach sagen, ich laufe jetzt mal geradeaus. Ja, für die, die sich gerade wundern, warum der Atlas schon wieder leer ist, den haben wir ja schon zweimal mittlerweile verloren. Einmal wegen Tod, wo dann einfach das Zeug nicht da war, auch als wir die Stelle gefunden hatten, wo wir gestorben waren. Und einmal ja wegen diesem komischen Bug, also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, wo ich mich eingeloggt habe und auf einmal einfach irgendwo anders war und alle Sachen aus dem Inventar halt weg waren. Ja, und deswegen sieht der Atlas so aus, wie er aussieht, leider. Nur nochmal als kleine Erinnerung. So, jetzt weiß ich gar nicht genau, was die Farben macht, die wir brauchen. Wir müssen da mal schauen. Okay, rot, richtig. Und kriegen wir hier... Kriegen wir grün. Okay, auch perfekt. Wir brauchen grün, rot und blau. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal was dafür. Ja, wir können auch andere Blumen mitnehmen. Ich meine, wir wollen ja auch alles noch ein bisschen hübsch machen. Da kann man ja alles Mögliche gebrauchen. Was seid ihr denn? Lindera? Moment. Grün. Ah, super. Vielleicht müssen wir gar nicht mal so weit gehen. Also, wir brauchen ja jetzt nicht 100.000 Blumen. Wir brauchen ja nur ein paar. Ja, ein paar mehr. schwierig wird wahrscheinlich auch eher blau, nehme ich an. Also, mir fallen jetzt auf Anhieb nicht so viele... blaue Blumen in dem Spiel ein. Wir müssen mal... Ah, wir hätten vorher Sachen in die Kiste packen sollen. Warte mal, ich mache hier uns mal gerade ein bisschen Platz. Blümchen lasse ich hier im Inventar. Ja, das hier brauchen wir gerade gar nicht. Also überhaupt nicht. So. Was haben wir hier noch? Die wird uns wahrscheinlich nichts bringen. Ich mache mal eben einfach alle Blumen ins Inventar. Einfach nur, damit sie sich dann stacken. Ach, wir haben zwei Betten im Inventar. Ach Mensch. Na gut. Wir haben seltsame Sachen dabei. So. Noch was, das rein. Mache ich den Schlüssel noch rein? So, haben wir ein bisschen Platz. Also viel können wir damit nicht rumwandern. Muss ich ehrlich gestehen. Aber hier grün kriegen wir schon mal ganz gut. Da bin ich ja gerade froh. Hier können wir auch ruhig alles umnatzen, weil was soll man damit? Oh, ja gut, Essen brauchen wir auch. Jetzt habe ich hier eine Blume kaputt gemacht gerade. Und eine Blume gesetzt. Ah, nein, schon wieder kaputt gemacht. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Moment, ich esse die mal kurz. Ah, blaue Blumen. Ah, ist echt blöde, dass der Atlas kaputt ist. Ja, und... Oh. Nein, wo ist unsere Schaufel? Scheiße. Unsere Schaufel ist nicht da. Oh Gott. Oh, puh. Ja, nebenbei auf unserer gefährlicheren Blumensuche. Ich rüste mal eben... Warte mal. Jetzt will ich schon wieder immer I drücken. Wir haben keine Schaufel. Was? Warum haben wir keine Schaufel? Das gibt's doch nicht. Ernsthaft. Haben wir auch nicht. Och Gott. Wir sind ja super vorbereitet. Ich wollte eigentlich nebenbei einfach mal ein bisschen, weil ja bald Weihnachten und so, ne? Habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Ist ja. Deswegen sehe ich auch gerade aus wie ein gerupftes Huhn. Bei uns ist gerade richtiger Schneesturm. Ja, Schneesturm. Eher Schneeregensturm. Also von wirklich Schneesturm kann man noch nicht sprechen. Also weniger Schnee als andere. Jedenfalls, ja, deswegen sind meine Haare gerade... Ne, jetzt sind sie mittlerweile trocken, aber deswegen sehen die auch immer noch so doof aus.
Ist uns ja aber egal, ich habe ja noch nie viel Wert darauf gelegt, mich jetzt hübsch zu machen für die Videos hier. Was ich hoffe, was man mir verzeiht, weil ich einfach nicht der Mensch bin, der sich gerne hübsch macht. So, jedenfalls. Ja. Bei uns ist gerade Schneeregensturm. Und ja, da wollte ich halt einfach mal, ja, ein bisschen, nee, nicht über Schneeregensturm, das ist eher die unschönen Sachen an Weihnachten, bis auf schöner Schnee. Aber vielleicht einfach mal ein bisschen über Weihnachten reden nebenbei. Es ist jetzt ja nicht gerade das Spannendste, was wir gerade machen. Ich merke gerade, meine Maus funktioniert nicht gut. Entschuldigung. Da waren Katzenhaare dran wieder mal. Wahrscheinlich. Ja, jedenfalls, wir hatten letztes Mal schon ein bisschen über Weihnachten, naja, so angeschnitten. Ich hatte gefragt, wie ihr so feiert. Da waren ein paar coole Sachen dabei. Also am geilsten fand ich einfach, dass tatsächlich sich jemand einfach mit alten, bekannten Freunden trifft und dann so eine Art Weihnachtsgrillen stattfindet. Das fand ich mega cool. Mega geile Idee, muss ich sagen. Auch einfach, um alte Freunde mal wieder zu sehen. Sowas kenne ich. Ach, das ist ja gar nicht schwarz. Ach, Mann, ich wollte. Naja, gut. Aber ganz ehrlich, wir können trotzdem mal Wolle mitnehmen. Das ist keine blöde Idee. Wenn wir hier schon welche haben. Ja, jedenfalls fand ich das echt cool. Mit so einem Weihnachtsgrillen. Aber es muss doch arschkalt sein. Für die Person, falls sie gerade zuhört. Ist das nicht kalt? Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage gestellt hatte, aber das. Das muss doch schon auch kalt sein. Ich weiß gar nicht, ob man bei so einem. Wie gerät man denn bei so einen Temperaturen? Also kann ich mir gar nicht so vorstellen. Kann man den mitnehmen? Kann ich dich. Oh, den kann man wirklich mitnehmen. Den würde ich gerne bei uns pflanzen. Hier, die Scheiße schmeiße ich mal raus. Das, warte mal, haben wir das? Haben wir den hier? Aua! Was tut mir denn hier weh? Das Ding da oder was? Gott. Ich möchte das da gern haben. Okay, ich glaube, von denen haben wir mittlerweile genug. Wir sollten lieber nach blauen Blümchen gucken. Glaube ich. Und dir. Huckleberries. Die kann man gar nicht essen. Was ist das denn? Na gut, dann brauche ich es auch nicht. Wenn man sie nicht essen kann, ist ja Quatsch. Was kann ich denn damit sonst machen? Kann das Farbstoff werden? Crafting. Berry Bowl. Berry Powder? Ja, okay. Dann nehmen wir sie doch mit. Aber das hier packe ich weg, weil das brauchen wir nicht. Und das essen wir. Mist, essen wir nicht, weil es nicht geht. Was mache ich eigentlich hiermit? Bitte auch weg. Wir haben nicht so viel Platz, Mensch. Müll mir doch nicht das Inventar zu. So. Ja, jedenfalls Weihnachten. Und zwar würde mich super interessieren. Natürlich erzähle ich auch wieder von mir. Ist ja immer hier so ein Geben und Nehmen. Mich würde echt interessieren, nicht wie Weihnachten feiert, das wissen wir jetzt. Obwohl die natürlich auch gerne nochmal schreiben können, die noch nichts dazu gesagt haben und vielleicht die Folge gar nicht gesehen haben. Ihr könnt natürlich auch gerne noch schreiben, wie ihr so Weihnachten feiert. Ob ihr da auch coole Sachen macht oder ja so ganz besinnlich mit Familie, Kindern, keine Ahnung. Und dann würde mich halt interessieren, habt ihr, also das hatte ich letztens in einer Gruppe bei Facebook, da wurden so weihnachtliche Fragen gestellt. Also zum Beispiel, habt ihr so bestimmte weihnachtliche Filme, Bücher, Serien von mir aus, die ihr so immer zu Weihnachten schaut? Also ich bin ja, ich habe das bestimmt schon mal erwähnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es noch nicht erwähnt habe. Vor allem in der letzten Folge bestimmt, dass ich immer gerne das letzte Einhorn schaue. Das hatte ich, ja, das hatte ich. Ich hatte ja ein Geschenke-Empfehlungsvideo für die, die es irgendwie nicht gesehen haben oder ja, sich noch angucken wollen. Ich habe da ein paar Filme und Bücher und so vorgestellt. Oh, es wird dunkel. Und ja, da würde mich schon interessieren, habt ihr da so bestimmte? Also ich liebe halt das letzte Einhorn und ich liebe auch Annabelle und die Rentiere. Das ist einfach so ein wunderschöner Kinderfilm. Ich weiß nicht, ich mag Kinderfilme auch in dem Alter noch. Also auch mit 27 darf man auch Kinder- und Zeichentrickfilme und weiß ich was gucken. Ich finde die einfach, gerade zu Weihnachten gibt es da einfach so schöne. Und die muss man einfach mal gucken. Ich mag auch Frozen, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt nicht so unbedingt weihnachtlich, auch wenn es in einem Schneesetting spielt. Weihnachtlich, finde ich, ist dann doch ein bisschen was anderes. Ach, verdammt, wir haben unser Haus gar nicht markiert in dem neuen Atlas. Ich glaube, wir wohnen hier irgendwo, ne? Warte mal, das machen wir mal eben. Ich markiere mal irgendwie hier. Ich glaube, hier ist ja der Bambuswald. Ja, hier müssten wir irgendwo sein. Ich mach mal hier ein Kreuz. So. Und schreib einfach nur zu Hause. Ich markiere hier gar nichts mehr auf dem Atlas. Außer es ist was ganz, ganz Tolles, weil ich echt keinen Sinn mehr darin sehe. Wenn ständig unser Atlas wegen irgendwelchen Bugs oder Toten weg ist. Ja, also ein bisschen blöd, das immer umsonst zu machen. Kriege ich deine Wolle? Dankeschön. Wo ist denn die andere Wolle? Packen wir es gleich nach oben. Kann ich hier irgendwas nach oben packen? Wir haben schon wieder so dämliche Sachen dabei. Und was soll ich mit einem Avid?
Ja, jedenfalls. Also bei mir ist es auf jeden Fall bei Film Das letzte Einhorn und Annabelle und die Rentiere und auch Frozen, wenn man den als Weihnachtsfilm nehmen will. Und ich mag auch den Grinch. Also lustigerweise fand ich den als Kind blöd. Ich habe keine Ahnung, warum ich den blöd fand. Ich glaube, ich fand es blöd, dass jemand gegen Weihnachten ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Mittlerweile finde ich den Film richtig gut. Fragt mich aber nicht, warum. Woher dieser Sinneswandel kam, ich weiß es nicht. Irgendwann fand ich den einfach gut und wollte den dann doch gerne öfter sehen. Und ja, mittlerweile versuche ich schon so eine Filme halt mindestens einmal dann auch im Dezember oder Januar anzuschauen. Und letztens, was kam denn hier letztens? Eine schöne Bescherung, auch ein cooler Film. Hier oder generell diese ganzen Tim Allen-Filme da. Also die finde ich auch ziemlich cool, wo der zum Weihnachtsmann wird und ja, da gibt es ja auch eins, zwei, drei, zwei oder drei Teile. Den finde ich auch ziemlich cool zu Weihnachten. Es gibt ja so einige, mir fallen jetzt bestimmt hunderte nicht ein, die ich auch alle gerne, jetzt läuft ja auch auf Super-RTL, Weihnachtsmann und KuKaG. Ich muss echt gestehen, ich liebe es. Also Weihnachtsmann und KuKaG, ich schalte jetzt echt immer um, weiß gar nicht, wann das ist, 18 Uhr, glaube ich. Ja, schalte ich immer Super-RTL ein und gucke da jetzt Weihnachtsmann und KuKaG, wenn ich denn da bin und dann nicht gerade Uni habe, so wie heute. Ja, also das ist einfach, oh, ich mag das einfach. Das habe ich ja damals als Kind schon geguckt und ich mag es einfach immer noch. Vor allem fallen mir jetzt so Sachen auf, wo man sich denkt, also war den einen Tag eine Folge, das muss ich jetzt echt mal erzählen, weil es einfach so witzig ist, wenn man das jetzt als Erwachsener sieht und sich denkt, was für ein Scheiß. Dass tatsächlich ein Kind sich ein Babyrentier gewünscht hat. Und ja, am Ende, das Ende vom Lied war, Kind kriegt ein Babyrentier. Und warum kriegt Kind ein Babyrentier? Ja, das wird so ganz, ganz neutral und fröhlich, sogar fröhlich erzählt. Ja, die Eltern von dem Rentier wurden von Wölfen gerissen und jetzt ist das Rentier allein und deswegen bekommst du es. Und alle sitzen da und freuen sich und lachen. Und ich denke mir so, ernsthaft? Die Eltern von dem Babyrentier wurden umgebracht, von Wölfen, zerrissen, zerfleischt, zerfetzt. Und die freuen sich? Die sitzen da ernsthaft und lachen. Das ist einfach so unvorstellbar. Wir sind schon wieder zum Farmhaus gelaufen. Da könnte ich auch mal ein Dings machen. Und da mal jetzt Farmhaus. So. Ist das so weit auseinander? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die beiden Dinger auf der Karte so weit getrennt sind. Ja, aber wir haben noch kein Blau. Das gibt's doch nicht. Bist du jetzt blau? Was war denn das hier? Purple. Scheiße. Der bringt gar nichts. Na super. Wir kriegen kein Blau. Das ist ja blöd. Gehen wir mal da lang. In der Wüste wird es wahrscheinlich nichts werden. Und ihr bringt, glaube ich, auch nichts. Ne, das sind wieder die Blöden. Die will ich auch gar nicht wegmachen. Die sind ja hier beim Farmhaus. Scheiße. Ja, jedenfalls fand ich das schon echt lustig, wenn man das heute sieht. Ich glaube nicht, dass mir das als Kind aufgefallen ist, dass für den Jungen, für sein Geschenk, ja, einfach mal erwachsene Rentiere getötet wurden. Ist euch sowas aufgefallen? Also ein Kinderfilm? Ich gucke jetzt auch super gerne, läuft auch gerade irgendwo, aber ich glaube nicht auf Super-RTL, sondern woanders. Habe ich auch durch Zufall entdeckt, aber da komme ich leider nicht zu, weil ich mir das nicht merken kann, wenn es läuft. Simsalagrims Märchen. Auch schön. Also mir ist auch aufgefallen, dass jetzt vermehrt im Fernsehen, wenn ich denn mal Fernsehen gucke, dass ich da öfter mal jetzt so Märchen sehe. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ich gucke ja nicht so viel Fernsehen, aber ja, ob das normal ist, weiß ich nicht. Oder ob das jetzt wegen Weihnachten ist, dass da vermehrt Märchenfilme laufen. Also diese richtig alten, kennt ihr die noch? Diese, wie soll man das erklären? Also real, nicht gezeichnet, sondern wirklich halt so in Realverfilmung. Diese ganz alten, die kann man sich kaum noch angucken. Sowas wie Kleiner Muck und hier dieses, wie heißt denn das? Rumpelstilzchen, Froschkönig, keine Ahnung. Kaisers neue Kleider, alles sowas da halt. Der kleine Muck und so, das läuft da halt alles jetzt ständig. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann es mir nicht mehr angucken. Ich weiß, dass ich die als Kind richtig gerne geguckt habe. Ich habe das immer bei meiner Oma, glaube ich, auch geguckt. Damals. Und jetzt, wenn ich das allein schon. Also, Sound ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wenn man sowas lange nicht gehört hat. Aber auch so, das ist so schade, weil ich weiß, dass ich sie mochte. Und ich mag die Geschichten auch an sich. Ich lese die auch gerne, so in Märchenbüchern. Aber so die Filme kann ich echt nicht mehr gucken. Man sagt ja immer so, Grafik ist nicht alles, aber es sieht halt echt schlimm aus. Es sieht schlimm aus, es hört sich schlimm an. Ich weiß nicht, ob manche da von euch mit mir mitfühlen können.
dass die auch nicht mehr dazu in der Lage sind, so manche alte Sachen zu gucken. Also manches tut man sich ja trotzdem an, egal wie alt es ist, wenn es so das Lieblings-Kindheitserlebnis schlechthin war. Aber ja, bei dem Märchen kriegst du einfach nicht hin. Das ist echt eigentlich ein bisschen schade. Ich wünschte mir, die würden das alles nochmal machen. Wahrscheinlich ein großer Aufwand, aber es wäre schon geil, jetzt mit heutiger Technik nochmal die ganzen Märchen-Klassiker zu verfilmen. Das wäre schon extrem cool. Vor allem, was man da heute alles machen könnte. Es gibt ja auch diese Serie Once Upon a Time. Ja, doch, hieß so. Die habe ich nicht lange geguckt. Da habe ich nur ein paar, die ersten zwei Staffeln, glaube ich, gesehen oder so. Und immer mal wieder halt hier und da eine Folge. Also nie so regelmäßig am Stück. Sollte ich eigentlich mal machen. Fand ich eigentlich ganz gut, Once Upon a Time. Ja, aber so in der Art. Also man kann schon coole Sachen machen. Nur halt dann bitte nicht alles zusammengewürfelt, sondern wirklich so halt... Ja, Einzelheit. Also wirklich wieder so eine Filme wie früher. Das wäre echt schön. Aber wir kriegen hier nur so ein Purple-Zeug. Das ist doch blöd. Wir müssen hier echt mal ein bisschen was... Amber will ich nicht... Aber hier, guck mal. Was soll man mit 100 Millionen mal Scheiß? Wird Granite Cobblestone? Nee, danke. Granite, nein, danke. Hier mal geschüsselt. Quicksand wollte ich gerne behalten, aber Hardened Dirt kann weg. So, schon haben wir Platz. Achso, wir sollten auch was reinlegen. Dididim. Packen wir hier einfach mal Zeug rein. So. Wir brauchen immer noch Blau. Und wir sind schon bei 16 Minuten nach Mist. Es tut mir leid, dass wir in der Folge nicht wirklich was ja, erreichen. Ist immer schade. Das geht natürlich einfach nicht immer. Man kann nicht immer in jeder Folge irgendwas, ja, irgendwas schaffen. Irgendwas Sinnvolles. Wir haben Blümchen. Das ist das schon mal was. Ja, und hier in der Wüste werden wir garantiert auch keine blauen Blumen finden, würde ich fast behaupten. Fällt auch nicht ein, nee, es gibt keine Wiese mit blauen Blumen. Oder bei Life in the Woods, ich kenne die Lavendel-Dinger, die sind ja aber lila. Und diese Tulpen-Gegenden, die haben aber kein Blau, soweit ich weiß. Da werden wir wohl kein Glück haben. Könnten hier so unten rum? Schwierig, wahrscheinlich. Ja, wir sind ja gerade so ein bisschen vom Wasser sehr umgeben. Ein bisschen sehr. Ich könnte ein Boot machen. Ein Boot machen? Komm, wir machen mal ein Boot. Hier und ein bisschen Holz. So. Dann bauen wir uns jetzt ein Boot. Und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Nee, das ist falsch. Halt. So, aber auch bitte nur eins. Und dann machen wir gleich zwei. Komm, wir machen mal gleich auf Reserve. Zwei einfach. Mir zerschellen die Dinger nämlich immer. Und dann sitzen wir nachher auf Grund. So. Sehr schön. Ein Bütchen. So, dann gucken wir mal. Hallo? Achso, wir gucken genau falsch rum. Oder, hä? Was ist hier los? Ja, deswegen zerschellen wir die Dinger mal. Boah, sieht echt cool aus hier, ne? Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Hier könnte man cool in der Mitte irgendwas machen. So resortmäßig. Wo gehen wir hin? Wir gehen falsch. Obwohl, hier sogar ein Pilzwald. Warte mal. Ach, das heißt Pilzwald. Ah, okay. Ist vielleicht doch gar nicht mal so falsch. Okay, hier sehe ich jetzt keine blauen... Warte mal. Oh Gott. So. Ja, im Boot steuern bin ich hier nicht die Beste bei Minecraft. Sag mal, hä, das fährt nicht nach rechts? Was? Hä? Ernsthaft? Jetzt so? Nee, jetzt wieder nicht. Ah, verstehe. Ah, oh Gott. Man muss tatsächlich die nach vorne... man muss die nach vorne Taste gedrückt halten, damit das Schiff erstmal steuert. Wie komme ich denn hier raus? Ja. darf ich aussteigen? Nee. Oh, okay. Haben wir es sogar eingesammelt? Nee, wir haben es nicht eingesammelt. Hä? Wo ist es denn? Na gut, egal. Wir haben ja ein Boot auf Reserve. Und guckt mal. Wir haben... Ey. Oh, ernsthaft. Wir dürften jetzt die richtigen Blümchen haben, oder? Ich hoffe. Oh, ich komme hier nicht raus. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hasse diese Wasserströmungen. Kann ich hier bitte hoch? Danke. Und jetzt hätte ich gerne auch die da hinten. Die sind halt so rar, da muss man echt jede mitnehmen, die man sieht. Ja, zumindest habe ich das Gefühl, dass blaue Blümchen echt rar sind. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nein. Ernsthaft, die bringt nichts. Doch, Zyren. Zyren? Ist Zyren richtig? Ich weiß es nicht. Ich hoffe.
Ich dachte jetzt schon, dann bringen die anderen vielleicht auch was, die wir hier hatten. Wo nichts da stand. Ich dachte, dann bringen die halt nichts. Müssen wir nochmal ausprobieren. So, wir essen mal eine Kleinigkeit, nur damit das Inventar freier wird. Und leider ist gleich auch schon Schluss. Ja, schade. Jetzt kann ich gar nicht so viel ansprechen. Ich wollte viel mehr ansprechen. Nicht nur Filme und Serien und Märchen. Eigentlich Märchen gar nicht. Blöd. Ja, ich würde eigentlich auch fragen, ob ihr vielleicht noch Bücher habt, die ihr gerne zu Weihnachten liest. Also ich habe jetzt, habe ich auch empfohlen, das ist so blöd, weil ich jetzt dieses Empfehlungsvideo gemacht habe und hier die gleichen Sachen aufzähle, aber es ist nun mal genau das. Ja, da gibt es dieses Ein Mädchen rettet Weihnachten, das ist aber der zweite Teil von Matt Haig. Dann gibt es noch einen ersten Teil, das habe ich da gar nicht erwähnt, weil ich den ersten nämlich noch gar nicht selber gelesen habe. Deswegen hatte ich den in der Empfehlung auch nicht erwähnt, weil ich ungerne nur auf Verdacht Sachen empfehle und nicht weiß, also ich meine, nur weil ich den zweiten Teil mega geil finde, heißt das noch lange nicht, dass der erste Teil auch gut ist. Denn das ist mir durchaus auch schon passiert, dass mir ja bestimmte Teile einer Reihe gar nicht gefallen haben. Und deswegen würde ich niemals auf Verdacht ein Buch empfehlen, nur weil es von meinem Lieblingsautor ist und das andere Buch der Reihe gut war. Aber es gibt tatsächlich ein erstes Buch, Ein Junge namens Weihnacht hieß es, glaube ich. Und es gibt sogar ein drittes. Dieses dritte Buch ist aber noch nicht in Deutsch übersetzt. Ja, und wie gesagt, ich habe halt das Mädchen, das Weihnachten rettete, gelesen. Und das ist echt super. Also, ich glaube fast, dass ich lese selten, habe ich überhaupt, doch, ich habe ein paar Bücher, habe ich schon doppelt gelesen, aber es ist echt selten, dass ich mal ein Buch nochmal lese. Aber ich glaube, das könnte so ein Buch werden, wo ich mir sage, boah, zu Weihnachten, weißt du was, packen wir mal wieder das Buch raus. Es ist halt auch so kurz, das kannst du halt wirklich an einem Tag fast durchlesen. Hat halt nur 200 Seiten und ist halt wirklich, weil es halt für, ja, für Jugend, Kinder ist, ist es halt echt so, weiß ich nicht, also wenn du ein normales Buch eine Seite hast, hast du da halt, hast du da 4 Seiten so in der Art, also sehr groß geschrieben und alles. Deswegen liest sich das ruckzuck weg. Jetzt frage ich mich gerade, was schmeiße ich hier weg? Ganz ehrlich, ich packe eine Axt weg. Irgendwas muss weg. Wir haben auch noch keine blauen Blumen. So wirklich. Ich weiß halt nicht, ob die eine blaue Farbe macht. Das wird ja noch lustig. Hier ist auch nichts. Die Büsche da oben können wir mitnehmen. Eine blaue Blume. Eine blaue Blume. War. Jetzt können wir sie nicht einpacken. Ja, sowas. Müssen wir weiß erstmal weglassen, glaube ich. Und mal gelb können wir auch wegmachen. Davon haben wir andere. So, dann nehmen wir die hier noch mit. Oh, da kommen sogar Bärchen raus. Oh, schade, die können wir jetzt nicht nehmen. Nee, den will ich gern haben. Die Stork Gardens wären gar nicht mal so wichtig eigentlich. Die haben wir selber zu Hause so. Lass ich hier. Oh, wie süß. Eine Ente und ein Waschbär. Oh. Wir müssen uns Safari-Bälle craften. Ganz, ganz viele. Ich will Tiere. Ich will ganz, ganz viele Tiere haben. Haben wir die jetzt im Inventar noch? Ja. Nehme ich die hier einfach mal noch mit. Einfach nur so. Weil ich die ganz hübsch finde zum Hinstellen. Jetzt haben wir eine blaue Blume hier gefunden. Hier ist noch eine blaue. Oh, die sind alle schön, aber so viel Platz haben wir nicht. Wir brauchen mehr Rucksäcke. Das ist kacke. Wir brauchen wirklich mehr Rucksäcke. Was ist denn das für ein Marble? Cobblestone. Ja gut, kannst weg. So, dann haben wir die. Die Pilze können wir auch eigentlich gar nicht mal so gebrauchen. Ach, ich weiß nicht. Wir hätten vorher alles wegmachen sollen. Das ist jetzt blöd. Na, nee. Violet, Cobblestone schmeiße ich lieber weg. Na, oh, ich will die alle haben. Das ist scheiße. Hä, warum geht das jetzt nicht? Weil ich erst was wegpacken muss. So. Kann ich hier noch irgendwas rausdecken? Nee, gar nicht. Verdammt. Na gut. Aber dich da nehme ich noch mit. Aber damit wir dann auch ein bisschen aus. War ja gut, das kriege ich jetzt leider nicht mehr mit und die andere. Huf, was ist das da? Hatten wir das schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, den Wasserturm hatten wir schon. Ich guck mal, ob es derselbe ist. Wir klettern mal hoch. War hier was zum Hoch? Ach, ich habe mich selber hochgebaut, ne? Na, es ist aber derselbe. Ja, die Gegend hier ist die gleiche. Okay, müssen wir nicht hoch. Falls da was war, haben wir schon. So blöd, wir entdecken gerade alles nochmal, was wir schon mal entdeckt haben eigentlich. Naja, gut. Ist halt leider so. Das da hinten kennen wir bestimmt auch schon. Ich gehe trotzdem mal hin, nur zur Sicherheit. Ist ein Village. Doch, das kann man dann auf jeden Fall, ne? Village müssten wir eigentlich kennen.
Ich gehe trotzdem mal hin. Wir gucken mal, ob die irgendwas Cooles zum Verhandeln haben. Ist jetzt schon eine Weile her, dass wir in einem Dorf waren. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, eigentlich ist Schluss. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache da gleich Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren auf die Fragen antwortet, weil mich das echt interessiert mit den ganzen Weihnachtszeugs. Was ihr da so gerne schaut, liest, was auch immer oder was eure Weihnachtsrituale sind. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns in einer nächsten Folge wiedersehen. Bis dann!